Können Sie selber gerne zu Hause ausprobieren. Dazu benötigen Sie einen Mikrowellenherd, einen Aschenbecher und eine Zigarette. Diese Zigarette wird der Hälfte nach zerschnitten. Und ist am Ende dann wieder ganz? Das ist der Trick, oder? Diese Zigarette wird dann in dem Aschenbecher in der Mitte befestigt mit einem Doppelklebeband. Dann zündet man sie an. Also die Raucher dürfen auch schon vorher dran ziehen. Jetzt haben wir Rauch. Rauch leitet elektrisch. Wir nehmen ein kugelförmiges Glas, stülpen das drüber, schalten unser Mikrowellenherd auf Maximum Leistung und schalten ein.